Willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic. Part 97. Ja, wir nähern uns der Grenze. Mensch, da muss ich mir ja für die 100 ja mal was ausdenken. Du meine Güte. Was soll ich mir denn noch alles ausdenken? Ja, also wir sind immer noch in Terramor auf der Insel hier. Insel Terramor. Ich zeig's euch auch mal hier, da. Boah, sind wir. Und wir werden jetzt hier rausgehen ins Brachland und zu dem ersten Turm hier, zum Sentry Point. Da sollte ja Händel stationiert sein. Da werden wir uns mal umschauen. Und dann werden wir weiter hochlaufen, denn wir wollten auch nochmal hier, so geht das in etwa lang, zur Grenze des Brachlandes. Denn hier soll das Gasthaus zur Süßen Ruh gewesen sein, das ja niedergebrannt wurde vom lächelnden Jim, das, also nicht vom lächelnden Jim niedergebrannt, sondern ihm gehört das, ihm hat das gehört, genau, so. Du meine Güte, was redest du denn wieder für einen Unsinn hier? Du meine Güte, ja, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich kann es selber manchmal nicht. Ja, manchmal bin ich mit meinen Gedanken schon, ja, 5 Sätze weiter. Ich denke mal, ihr kennt das. Ja, ja. Chaos lässt grüßen, ne? Chaos Strikes Back, ja, das passt. Das passt bei mir manchmal. So, da ist auch der Turm Sentry Point. Und wir nehmen mal hier die Abkürzung. Wir werden jetzt ein bisschen durch die nicht so grüne Welt gehen. Speerwacht heißt das in Deutsch. Wunderbar. Erkundung der Speerwacht abgeschlossen. Okay. Ach, Terosch, was macht ihr denn hier? Ehre dem König, Freund. Der Mann namens Händel, den ihr sucht, ist nicht hier. Andere Quellen lieferten Lady Proudmoore Informationen, die ihr wohl bereits kennt. Sie bat mich, euch zu suchen und euch bei eurer Mission zu unterstützen. Wenn ihr also gestattet, sage ich euch, wo ihr den gefreiten Händel finden könnt, damit er seine gerechte Strafe, wieso das denn jetzt? Ich dachte, er wäre entführt worden. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Der gefreite Händel hält sich westlich von hier auf. Im Augenblick ist er auf Wache und beschützt einige von Terramors Spitzeln, während sie ausruhen. Sie behalten Brackenwall, den Stützpunkt der Horde, im Auge und suchen nach allem, das unsere Grenzen bedrohen könnte. Ihr müsst ihn problemlos finden können. Sucht einfach nach Zelten am Straßenrand. Ich muss mich um andere Dinge kümmern, stoße aber bestimmt bald zu euch. Ihr könnt mich immer im Turm von Lady Proudmoore in Terramore finden, falls ihr Probleme habt. Das Licht sieht ich bin aber jetzt trotzdem ein bisschen irritiert, dass der den Händel seiner gerechten Strafe zuführen will. Was, wie soll ich das denn? Ich dachte, er wäre vermisst. Ich hätte gedacht, der wäre entführt oder so. Das heißt, der ist dann eher übergelaufen. Naja. Ich glaube, das müssen wir erstmal klären, ne? Ja, dann laufen wir hier einfach mal weiter. Und ich halte mich ganz bewusst hier auch auf der Straße. Denn was hier so kreucht und fleucht, ist nicht nur glitschig und hat große Mäuler mit ganz, ganz vielen Zähnen, sondern die sind auch ganz schön garstig. Sekunde, da muss ich mal kurz mal antworten. So, ja. Seht ihr, da waren andere schon schneller, nur weil ich jetzt so viel gesprochen habe. Dabei habe ich relativ schnell reagiert, aber das macht den Server hier aus. Man unterstützt sich. Frau auch. Ja, Frau auch, ja, ja. So. Hier in diesem Gebiet ist übrigens auch die Tabeta, heißt die, glaube ich, ja genau, die Tabeta anzutreffen, die für diese Magier-Quest hier
anzusprechen ist. Jetzt überlege ich gerade, ob wir das auch machen können. Oh, ich bin mir doch nicht so ganz so sicher, ob wir das hinbekommen. Ich meine, wenn wir gerade schon mal da sind, ein Versuch wäre es wert. Aber man muss da so ein bisschen querfeldein. Das kann ziemlich unangenehm werden. Ich glaube, sie ist auch Level 40. Also zum Verständnis mal, ne? Und jetzt müssen wir durch die Brühe hier durch. Also nicht zu Unrecht ist die Quest, die ich euch gerade gezeigt habe, auch rot. Hm? Ja. Ja. Ich weiß, ihr seid alle da hart im Nehmen und würdet jetzt hier einfach quer rüber schwimmen und... Jo. So, und der gelbe Punkt, lasst mich raten, das ist unser Händel. Nicht das Handle, das ist Händel, der heißt wirklich so. Ja, mal gucken. Also im Turm ist er nicht. Da hinten, da bei dem Lager, ja, da steht er. 35 ist der, mhm. Wenn ich jetzt speichern könnte, würde ich speichern, aber ich kann nicht speichern. Hallo? Seid gegrüßt. Dies ist ein gefährlicher Ort für einen Spaziergang. Ich würde nicht zu lange bleiben, wenn ich in eurer Haut stecken würde. Wenn ihr euch auf kurze Fragen beschränkt, will ich sehen, ob ich euch helfen kann. Haltet nur nach diesen schmutzigen Ogern Ausschau. Gerüchten zufolge gibt es einen Stützpunkt der Horde in den Sümpfen. Die Spitzel tun, was sie können, um ihn zu finden. Aber das ist eine langwierige Angelegenheit und wir kommen nicht voran. Oh. Oh. Sind wir gewappnet? Was? Ihr kommt hierher und werft mir vor, ich mache mit den Defiers gemeinsame Sache und glaubt, ich höre mir diese Beleidigungen an? Etwas sagt mir, dass ich das schon lange... dass ihr das schon lange verdient habt. Autsch. Bleib du mal da stehen, das ist mir lieber. Und es geht interessanterweise recht gut. Noch jedenfalls. So, ein bisschen versengen. Uiuiui, der war gut. Der war richtig. So, okay. Abgeschlossen. Er gibt auf. Schnappt euch den Gefreiten. Abgeschlossen. So, und jetzt? Endel ist zu schwer verletzt und gibt die Jagd auf. Besiegt den Gefreiten. Das haben wir gemacht. Schnappt ihn euch. So, und jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist wieder sowas, wo man irgendwie warten muss oder so. Hallo. Godot, bist du hier? Hallo? Godot? Warten auf Godot, ihr wisst doch, ne? Der kommt nie. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Da muss man auch nicht kennen. Muss ja nicht alles kennen. Eigentlich sollte doch jetzt... ihr etwas passieren. Ich kann den nicht mal ansprechen. Ich muss mal kurz nachfragen. Könnte sein, dass die Questreihe buggy ist. Denn normalerweise würde jetzt Lady Proudmoore hier auftauchen. Aber vielleicht muss ich das auch direkt vor Ort machen. Wir machen Folgendes, wir gehen jetzt einfach weiter. Also ich habe keine Lust hier zu warten, das bringt ja auch nichts.
Wir gehen jetzt noch zu dem Gasthaus. Und schauen uns da mal um. Da sollen ja einige Spuren zu finden sein. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Ich habe doch geschrieben, ist die Questreihe der vermisste Diplomat Buggy. So, und dann schreibt er, bis jetzt nicht. Ich muss auf Terramor gehen. Bist du schon soweit? So, okay, er hat das. So. Bist. Gut. Dann sind wir auch. Ich weiß schon wieder mal nicht, wie unser Zeitstand ist. 13 Minuten, wir hatten vorher schon. Und wir vorher schon. Ist das jetzt die erste? Keine Ahnung. Ich mach einfach weiter. Nee, genau, das ist ja jetzt. Ja, ich komme schon gar nicht mehr nach hier. Und, ne? Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, oder? Glitschig, großes Maul, viel Zähne, hm? Doch, das ist so heimelig hier. Ja, jetzt müssten wir auch eigentlich ganz in der Nähe sein vom Brachland. Jetzt müssten wir eigentlich kurz da davor sein. Und dann können wir wahrscheinlich auch gleich die Quest abschließen. Mit dem Diplomaten, wenn wir ein bisschen Glück haben. Und dann schließen wir die anderen noch ab. Und dann, ja, dann, liebe Freunde, sind wir hier in Terramor vorerst mal fertig, würde ich sagen. Dann springe ich zurück nach Menethil, fliege einmal Richtung Süderstade. So, hier ist jetzt der Wegpunkt. Ich fliege dann einmal nach Süderstade, damit wir im Flug nochmal die diese Höhle oder wie auch immer man das nennen soll, videomäßig einfangen können und dann, ich glaube, das war auch immer Radi Hochland,
Entschuldigung, dann werde ich zurück ins Aradi-Hochland fliegen. Und dann werden wir von da aus mal sehen, was sich denn da so verbirgt. Also ich bin total neugierig. Also das muss wohl das Schurkengehen sein. Ja, also sowas, da kann ich immer die Finger nicht von lassen. Also das habe ich tatsächlich auch bisher, glaube ich, noch nie gespielt. Da bin ich noch nie, habe ich noch nie geguckt. Das war mir ganz neu. Das habe ich auch nur per Zufall gesehen. Habe ich gedacht, na nu, wo ist denn da? Also es kann also durchaus sein, dass da, glaube ich, gar nichts ist. So wie hier jetzt gerade, wo wir doch eigentlich zu dem Gasthaus wollen. Ach da, seht ihr. Gasthaus zur süßen Ruhe, genau. Das war's dann mal gewesen. Und das sieht wirklich sehr, sehr abgebrannt aus. So, und dann wollen wir jetzt mal die Augen offen halten, was wir hier so sehen. Ein schwarzer Schild hängt da. Ein Eisenschild vom Feuer geschwärzt, das in dem Gasthaus, also das nicht das Eisenschild hat in dem Gasthaus gewütet, sondern das Feuer. Ein Eisenschild vom Feuer geschwärzt, das in dem Gasthaus wütete, ist an dem verfallenen Kamin befestigt, einer der wenigen erhaltenen Teile des Gebäudes, das einmal das Gasthaus zur süßen Ruhe war. Der Schild lässt sich von den Mauersteinen des Kamines ablösen. Und das werden wir auch tun. Habe ich's? Ich hab's schon. Es hängt zwar noch, aber ich hab's schon. Okay. Braucht man nicht drüber nachdenken. So, also ich kenne das aber so, dass hier drei Hinweise sind. Jetzt sehe ich aber tatsächlich nur wirklich nur diesen einen. Das mag jetzt an meinem Level liegen, das mag am Patchstand liegen. Ja. Mag am Drehbuch liegen. Also mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ja, mir scheint, das war's. Moment, Moment. Verdächtiger Hufabdruck. Ja, siehste, wusste ich doch. Verdächtige Hufabdrücke. Reihen von Hufspuren führen von den noch rauchenden Überresten des Gasthauses zur süßen Ruhe weg. Wenigstens einige Abdrücke sind klar erkennbar. Weitere Reihen sind im weichen Sand des Sumpfes kaum zu sehen. Sollen wir also auch dem Hauptmann Garen Mam Mum Interamor erzählen? Okay. So, dann hätten wir zwei Hinweise. Ich dachte immer, es gäbe noch einen dritten. Übersehe ich hier irgendwas? Kisten. Nee, ich glaube, ich übersehe hier nichts. Ein Skelett. Aha, nett. Mit dem hier, mit dem Kopf an den Baum genagelt. Toll. Schick. Und was ist das? Und was kann der? Das soll wohl eine Waffe sein, die da stecken geblieben ist. Ja, also mehr sehe ich hier tatsächlich nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt den Ruhestein zurück nach Terramor. Wo sind wir? Und dann werden wir jetzt mal erzählen, was wir so Schönes entdeckt haben. Also zunächst einmal gehen wir vielleicht wirklich hier in den Turm. Da geht es ja um den Händel. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, dass da jetzt mal Klarheit geschaffen wird, dass der gute Bube also nicht entführt worden ist, sondern sich abgesetzt hat. Oh je, liebe Leute, die Stimme, die kracht schon wieder so ein bisschen. Dabei muss ich heute noch ganz viele aufnehmen. Ei, verpipscht noch einmal. Wie machen wir das?
Jeder andere würde sagen, Klappe halten, Elfer. Elfer, Klappe. Die sind nur schlecht, wenn man was kommentieren soll. Mach mal einen Stummfilm draus. Mögt ihr Stummfilme? Vielleicht kriegen wir es auch auf Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht, ob ich euch das antun könnte. So. Da ist er. Erzmagier Terrasch. Ich versichere euch, wir sind alle außer uns wegen der jüngsten Ereignisse, aber lasst ihn uns zum Verhör nach Terramar bringen. Dann sehen wir, ob wir den König finden. Irgendwie macht die Geschichte da so ein paar Sprünge. Also der König wird vermisst und der Händel, der vermisst wurde und übergelaufen ist, hat offensichtlich damit zu tun, dass der König vermisst wird. Junge, 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 da muss man aber ganz schön zwischen den Zeilen lesen diesmal. Ich bin sicher, Milady Proudmore möchte euch für eure Hilfe danken. Sprecht mit ihr, wenn ihr einen Moment Zeit habt. Wenn ich einen Moment Zeit habe? Sprecht mit Jana Proudmore im Sumpf. Mach ich. Psst. Ich versuche zu denken. Oh. Okay. Ich komme dann ein andermal wieder, ja? Denkt nicht, dass ich das nicht schätze, wenn ihr denkt. An das Denken der Gelenken. Ich möchte die Erste sein, die euch für all das dankt, was ihr geleistet habt, Triven. Erneut wart ihr ein unglaublicher Segen für mein Volk und die Bewohner von Stormwind. Es tut mir leid, dass wir uns nicht unter glücklicheren Umständen kennengelernt haben. Versteht bitte auch, dass ich euch nicht offen für eure Bemühungen danken kann, aber ich möchte euch nochmals versichern, dass ich sie wohl zu schätzen weiß. Wenn ihr in Zukunft einmal nach Terramar kommt, schaut unbedingt bei mir herein. Und ich störe euch dann beim Denken, ja? Kann ich machen, natürlich. Dann werde ich versuchen, euch über die Lage auf dem Laufenden zu halten. Nochmals vielen Dank, Triven. Und wir bekommen einen Ring mit 3 Stärke und 7 Ausdauer. Und, was vielleicht noch viel schöner ist, 2 Gold, 60 Silber. Danke. Und schön Erfahrungspunkte hier. 5.750 und vorher hatten wir schon 2.900. Also das hat sich gelohnt. Hier, noch ein Kästchen, dann gibt's den nächsten Levelaufstieg. Ja, den Ring tue ich mal erstmal da oben hin. Da weiß ich jetzt nicht genau, was ich mitmachen soll. Ich meine, Ausdauer ist ja klasse. Was habe ich denn? 5 Ausdauer. Ja, genau. Nee, dann machen wir mal, ersetzen wir den mal. 7 Ausdauer ist besser als 5. Ah, Ausdauer. Autsch. So. Wie war das? Wir sollen jetzt dann da zu dem Hauptmann nochmal da in die Festung hier, da, rechter Hand. Und der lächelnde Jim, der sitzt da immer noch, ne? Ja, da sitzt er. Hey Jim! Ich war gerade in den Überresten deines Gasthauses. Geht's? Gut. Ja, schweigsam ist er. Pudul-Zitadelle. Mhm. Auch das, wenn ihr wollt. Auch das. Ja, ja, ja. So, jetzt schon wieder die falsche Richtung. Ich hab's geahnt. Ich krieg das irgendwann nochmal raus. Irgendwann im nächsten Leben, glaube ich. Grüße. Der schwarze Schild. Habt ihr Beweise im ehemaligen Gasthaus zur süßen Ruhe gefunden? Ja, ich habe da so ein Schild am Kamin gefunden, relativ schwarz durch den Ruß. Ja, ich bin kein Experte für Herstellung von Waffen und Rüstungen. Für ihre Anwendung ja, aber nicht für die Herstellung. Abgesehen von einigen Beschädigungen durch das Gasthausfeuer scheint der Schild so gewöhnlich wie jeder andere auch zu sein. Ich kann euch leider nicht weiterhelfen, Triven.
Schicke euch aber zu jemandem, der es kann. Kass Doppelspross, einer unserer besten Schmiede, arbeitet in der Schmiede. Ja. Bringt ihm den Schild und hört euch an, was er zu sagen hat. Okay. Dann habe ich noch verdächtige Hufabdrücke gefunden. Hufabdrücke, hm? Stimmt es, dass es in den Ländern nahe den Marschen von Dustwallow eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Zentaurenaktivitäten gibt? Bei den kurzen Ausflügen ins Brachland fanden wir ihre Lager und Anlagen im gesamten Areal. Ich schicke Falgran Hastil, einen unserer Fährtenleser, damit er feststellt, wohin die Abdrücke führen. Für die Allianz. Okay. Oh, seht mal. Ich glaube, wir haben gleich einen Stufenaufstieg. Und zwar, wenn wir mitten in der Schmiede stehen. Lalalala. Da, 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 da. Da müssten wir eigentlich einen Tusch, ne? Bei jedem Stufenaufstieg einen Tusch. Da. Naja, das Spiel selber macht ja einen Tusch. Wohl. Wohl eh. So. So, 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 so. Ich gebe jetzt noch den schwarzen Schild ab. Beende diese Quest noch. Und dann mache ich einen Cut. Öle meine Stimme und nehme noch eine Folge auf. Und zwar mit dem besagten Blick hinter die Kulissen, hätte ich beinahe gesagt. Hinter die Höhlenöffnung. Das war aber eine schwere Geburt jetzt. Eieieiei. So. Da ist ja der kleine große Mann. Freude, euch zu sehen. Etwas, das ich mir ansehen soll? Mhm, guck mal hier. Interessantes Stück Eisen habt ihr da. Definitiv nicht von einem der Schmiede, die ich diesseits des Meeres kenne und gewiss nicht mein Werk. Ah, das hätte ich fast übersehen. Der Ledergurt an der Rückseite muss verbrannt sein, aber da war auch ganz offenbar eine für eine große Person gemacht. Ich schätze, für einen Tauren. Mehr kann ich euch nicht sagen. Sagt Hauptmann Mumm, es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen könnte. Alles Klärchen! Jo. Dann war es doch noch nichts mit dem Stufenaufstieg hier in der Schmiede. Tja. Hätte ja fast geklappt. Wie weit sind wir denn weg? Noch 19 Punkte. Mhm. Dankeschön. Leute, ihr verkennt, dass ich das Drehbuch schreibe hier. Verdammt nochmal. Das hätte jetzt klappen müssen. Menno. Ja, man hat's nicht leicht. Man hat's nicht leicht mit dem Video aufnehmen. Echt nicht. Eieiei. Vor allen Dingen, wenn die Charaktere immer machen, was sie wollen. So, jetzt halte ich mich mal rechts. Ja! Ja, ich hab's erfolgreich gemerkt, aber beim nächsten Mal habe ich es wieder vergessen. Was kann ich für euch tun? Das sind keine sehr ergiebigen Informationen, die wir da von dem kleinen Gnom erhalten haben, aber wir müssen sie berücksichtigen. Hoffentlich fügen sich noch ein paar Teile des Puzzles zusammen und ergeben ein hoffnungsvolleres Bild der Geschehnisse. Da-da! Liebe Triven, ich gratuliere dir zu Level 33. So, was wollten wir denn leveln? Das haben wir. Das haben wir nicht. Das können wir nicht. Wir wollen ja auf die Verbrennung auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen da 3 Punkte und die kriegen wir erst, wenn wir 20 haben. Das heißt, wir haben jetzt 2 zu vergeben. Und wenn ich jetzt hier Versengen verbessere. Der Zauber Versengen hat eine Chance von 33%. Das Ziel, für Feuerschaden verwundbarer zu machen.
Das erhöht den erlittenen Feuerschaden um 3%, hält 30 Sekunden an und ist bis zu 5-mal stapelbar. Ja, genau das wollten wir. Und beim nächsten Mal sind es 66%. Ja, und dann macht Versengen endlich richtig Sinn. Ja. Cool. So, dann haben wir das hier abgeschlossen. Ich gehe jetzt nochmal runter an die frische Luft. So. Und da ich ja jetzt hier den Ruhestein von Menethil nach hierher verlegt hatte, muss ich den Weg zu Fuß machen. Aber wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play World of Warcraft Classic bei Studio 5. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und hinterlasst mir doch bitte Kommentare und gerne Däumchen. Ich möchte gerne mal wissen, wie ihr so über diese Videos denkt, ob es euch Spaß macht, was euch fehlt, was ihr gerne möchtet. Erzählt's mir, sagt's mir. Raus damit! Also bis dann, macht's gut, tschüss!